Der Sonntag, nachdem ich meinen Sauerteig-Guide gelauncht habe, habe ich mich erstmal um meine ganzen Fermente gekümmert. Die brauchten nämlich mal ein bisschen Pflege, weil ich die Tage vor dem Launch wirklich sehr viel gearbeitet hatte. Als erstes habe ich meine Sauerteigstarter gepflegt und neu gefüttert, dass sie wieder schön aktiv werden. Ich zeige euch später auch nochmal, wie die dann aufgegangen sind. Dann habe ich mich um meinen Wasserkäfig gekümmert und den neu gepflegt. Dort züchte ich gerade die Wasserkäfigkristalle hoch, weil die waren nicht mehr in so einem guten Zustand, als ich sie geschenkt bekommen habe. Also habe ich zu wenig Kristalle und die züchte ich gerade wieder hoch, dass es denen besser geht. Da gibt es eine andere Methode, die ich anwende. Und dann habe ich mich um den Sojajoghurt gekümmert und habe uns neuen Sojajoghurt für die Woche hergestellt. Zuletzt waren noch meine ganzen Jungpflanzen dran. Das hat dann am längsten gedauert. Die habe ich stundenlang umgetopft und gepflegt und denen geht es jetzt auch wieder gut. Und dann habe ich natürlich mit den ersten Kursteilnehmern geschrieben und lieben Dank auch für das schöne Feedback, das schon gekommen ist. Ich blende euch immer eine schöne Nachricht ein. Wenn du Interesse an meinem Sauerteig-Guide hast, der ist jetzt ja online, schaut mal auf meiner Webseite signatur.de.